Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog und einem neuen Tag. Ich sitze wieder auf meinem F und ja, den bringe ich jetzt aber gleich leider wieder zurück. Die Flächen habe ich hier noch gemäht. Da, und heute Nachmittag kommt Fischi noch mal eben für die restlichen, weil der Vorführer langsam wieder weg muss. Der ist morgen schon woanders eingeteilt. Deswegen tanke ich den jetzt nochmal eben und ja, einmal schnell überwaschen. Und dann bringe ich den wieder zurück zur Firma. Ja, ansonsten nochmal sowieso besten Dank an Firma Marcheck Unterweser, dass ich mir das ausleihen durfte, mal ausprobieren durfte. Auch relativ kurzfristig immer. Wir hatten ja schon zweimal verschoben und dann kam Tarmstedt dazwischen, aber ja, hat zum Glück alles gepasst, alles hingekriegt. Hat mich sehr gefreut und auf jeden Fall interessant mal zu sehen und ich denke für euch auch mal was Neues. So, Fahrradfahrer, wo wollt ihr hin? Könnt ihr da mal bitte stehen bleiben? Ein bisschen tief der Kram hier. Ah, so, wollen wir den nochmal eben schnell überwaschen. Ansonsten von außen habe ich es glaube ich noch gar nicht gezeigt, das Mähwerk. Ja, im Grunde ist er ja relativ einfach aufgebaut, ne? Hast deine Zapfwendpumpe hier drin, Ölkühler ist hier noch drauf, der springt bei einer gewissen Temperatur an, aber er sagte, der lief bis jetzt noch nie, also zu heiß wäre das Öl eigentlich nicht. Irgendjemand sagte mal, dass sie auch so eins haben, da wird das Öl immer heiß, also bei dem hier ist bis jetzt noch nicht passiert. Ja, ansonsten haben wir ja nur links und rechts die Balken, die über Hydraulikzylinder ausgeklappt werden, über das Bedienpult. Das gleiche vorne auch und dann an jedem Balken halt einen Ölmotor, den man dann separat schalten kann. Und bei dieser Version sind halt ja, Schwattbleche, nicht, wie nennt man das, Schwatttrommeln dran. Die drehen, also sind nicht aktiv angetrieben, sondern einfach nur lagern aufgehängt quasi. Und die drehen sich dann, dass das Futter ein bisschen in der Mitte geleitet wird, dass man da nicht rüberfährt. Ja, ansonsten war es das eigentlich. Nicht ganz zu viel dran. Also Messer sind eigentlich auch noch Schabel, da kann man noch ein paar Hektar mitmachen. Schöne Kombi auf jeden Fall. Und ich war noch mal eben los zur Reifeisen mit einem kleinen Fendt und Beinwagen, haben Hobelspäne bzw. Sägespäne gekauft. Ja, bevor der Holzpreis jetzt noch weiter durch die Decke geht, haben wir uns erstmal reichlich eingedeckt. 10 Paletten haben wir jetzt genommen, das sollte jetzt erstmal reichen. Die lagern wir bei uns jetzt eben ein, dann haben wir erstmal genug. Erzählt, von welcher Marke das Mähwerk ist überhaupt, glaube ich. Ne? Also das kommt von BB Umwelttechnik, die ist jetzt eigentlich im Süden, in Bayern meine ich irgendwo. Da kommt die Firma her. Ich bringe den jetzt ja gerade wieder zurück und ich hatte getankt, also 100 Liter ging der. Ah, der Akku. Ziemlich genau 100 Liter ging da jetzt rein. Ich habe das mal so grob ausgerechnet. Klar, ist nicht genau pro Hektar, aber so ungefähr 2,2 bis 2,5 Liter Verbrauch war. Und weiter, ab zum Wenden. Und zwar zu den Flächen, wo Niklas jetzt gerade am Mähen ist. Da will ich mit dem MX und 8 Stirnwender jetzt gleich eben hinterher, dass das schnell auseinander ist. Machen wir! Angekommen auf dem Feld. Ja, mal hier ganz andere Mähschwalen. Ganz ungewohnt, wenn die so liegen. Niklas ist da hinten. Ich fange erstmal bei den kleinen Flächen an. Stell den Wender mal eben an. Melvin ist auch dabei. Den weise ich gleich mal eben an. Dann kann ich hier eigentlich die großen Stücke mal eben machen. Dann gucke ich gleich zu Niklas mal eben, was der sagt. Dann kommt das zumindest schon mal eben auseinander.
fährt ja auch noch andersrum, der Tüffel. Fischi, Mann. Irgendwo ist was fehlt. Melvin eben eingewiesen, der wendet hier nochmal eben alles fertig. Also ich bin dann eben ein Fan davon, die Jungs dann eben alleine fahren zu lassen. Klar, einweisen muss man eben ein, zwei Runden mitfahren, das ist klar, falls sie Fragen haben. Aber dann lass sie eben alleine fahren und das selbst noch ein bisschen rausfinden. Und fährt doch immer anders, wenn man alleine auf dem Trecker ist, als wenn der Chef dann daneben sitzt und ja, man sich immer beobachtet fühlt. Das ist so, dann fährt man immer ganz anders. Also finde ich immer schöner, wenn man das für sich selber so ein bisschen nochmal eben in Ruhe rausfindet. Deswegen. Lass sie mal machen, die kriegen das schon hin. So, zur Fläche nochmal eben hier. Ja, letztes Jahr zum ersten Schnitt war es auf jeden Fall schöner. Das rächt sich jetzt, dass wir den zweiten Schnitt hier letztendlich runtergekriegt haben. Und zwar mit diesen ollen Freunden hier. Ab und zu immer mal eine Binse leider drin. Das ist ab und zu mal so ein bisschen nestweise. Die Fläche haben wir jetzt ganz, also haben wir alle gemäht, beziehungsweise die machen wir auch in Heu, deswegen wenden wir die durch. Ja, Niklas, noch was? Muss ich herkommen. und ein bzw. eineinhalb Flächen sind richtig schlimm mit Binsen leider. Die werde ich zusammenschwaden morgen schon gleich und dann muss ich mal gucken, entweder mit dem Ladewagen und wegfahren oder irgendwie mit dem Häcksler oder so und dann Mischstreuer und gleich wieder ausbringen. Die hatten wir jetzt einmal gewendet, aber ich sehe jetzt, die sind auch so die ganzen Büschel und so, weil ich hier einmal gemulcht hatte, das ist halt das ganze alte Gras, was dann oben drauf lag. Das ist doch nicht ganz so schön, das sah man im Mähschwad gar nicht so schlimm, aber die nächste Fläche, da sieht man das auf jeden Fall. Die kommt auf jeden Fall auf den Mess bzw. kompostiert und die wahrscheinlich auch noch. Hier ist auch etwas schlimmer mit Binse. Ja, mal gucken, wie doll die ausgesamt sind. Bis jetzt zum Glück noch gar nicht. Beziehungsweise ja, kommen langsam in eine Samenreife, aber sollten noch nicht aus. Also sollte noch keine Pflanze draus wachsen, denke ich. Ja, das war auch so ein bisschen der Gedanke, warum ich gemulcht habe, ne? Ich wollte erstmal ein bisschen klein halten, dass sie nicht sofort aussamen jetzt im Sommer und sich noch mehr ausbreiten. Das ist das halt, das rächt sich jetzt, dass man nur einen Schnitt runter gekriegt hat, dann kommen die Binsen gleich durch und ja. Versuchen jetzt öfter zu schneiden, 2 bis 3 Schnitte auf jeden Fall runterholen, dass wir die Binsen ein bisschen wieder unterkriegen. Mal gucken, ein bisschen mineralisch, oder mineralisch nicht, Stickstoff herkriegen mit Gülle oder so. Mineralisch wird wahrscheinlich zu teuer sein. Ja, dass wir die wieder ein bisschen unterkriegen, vielleicht noch ein bisschen Gras nachschlitzen, weil Binse, das wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Das ist immer noch das Problem und Kraut hier, sag ich mal, das Problem der Gras. Ja, ansonsten, Gras ist hier ansonsten trotzdem relativ gut drauf. Wobei, das ist dann ja sozusagen schon 2. Schnitt. Ich habe es ja einmal runtergemulcht. Ja, und das sieht da halt diese Mulchspuren hier, ne, von den Binsen, was vom Gras da war. Weil das damals ja auch schon relativ lang war. Das hat sich halt nicht schön unten in den Stoppeln gearbeitet, sondern lag noch weiter oben drauf. Und ja, deswegen ist das jetzt so. Irgendwas wollte ich, glaube ich, noch erzählen. Habe ich vergessen. Weiß auch nicht. Vielleicht fällt mir das gleich eben ein. Ich laufe die Fläche noch ein bisschen ab. Hier sieht man das auch nochmal sehr schön. Das haben wir auch gar nicht auseinander gemacht. Das schwade ich morgen, wie gesagt, so zusammen, dann kommt das weg. Hier wirklich leider viel Binse und ja, diesen gemulchten Krams. Das kann sich verfüttern, das frisst leider niemand. Schade, das wäre, wenn überhaupt, noch Einstreu, aber ja. Weiß ich auch nicht, ob das Geld wert ist, wenn man das jetzt auch wendet, trocken kriegt, presst, einlagert und dann als Einstreu günstig verkauft. Ja, wenn du überhaupt einen Abnehmer dafür findest, ne? Deswegen glaube ich nicht, dass sich das lohnt. Deswegen gleich weg und auf den Mist. So, ich habe gerade noch ein paar Kommentare vom vorletzten Vlog quasi gelesen. Da schrieb mir ein paar, dass ein Sven seinen GT verkaufen will. Ja, weiß ich, ich habe den sogar schon vor euch angeguckt. Ich hatte quasi Vorkaufsrecht. Eben hat einer geschrieben, kauf doch bitte den GT und den musst du haben. Und ja, ich hätte ihn auch sehr gerne genommen, muss ich sagen. Ja, allerdings, Geld habe ich gerade nicht zu viel über.
und der hat mir leider auch ein paar zu viele Stunden. Deswegen habe ich ihn leider nicht genommen. Ansonsten hätte ich ihn wahrscheinlich gekauft, ja, weil so ein GT suche ich ja sowieso noch. Ja, das ist nun mal eben das. Damit ihr wisst, ich habe ihn auf jeden Fall gesehen und angeguckt. Also so ist nicht, dass ich da keinen Plan von hatte. Nimmt die auf. Ich hoffe. Ich filme gerade mit Janne seiner Gruppe. Meine hängt gerade oben am Aufladen. So, es ist Abend. Praktikanten sind schon zu Hause am Feierabend. Und ich war nochmal eben zur Werkstatt und habe meinen 611er abgeholt. Also ich muss sagen, das ist eine ganz andere Welt, wie der jetzt bremst. Das ist Wahnsinn. Tippst du gefühlt dir nur an die Bremse, dann steht das Ding. Aber so soll es ja auch sein, ne? Also wie gesagt, linke Seite hatten die, wenn ich das richtig weiß, neu gemacht, die war hin. Ja, wie das jetzt genau funktioniert hat, frag mich nicht. Ich hatte jetzt leider auch keine Bilder von, wie die es auseinander hatten. Wollen Sie sonst nochmal nachfragen, wie das genau ist. Nö, aber sonst sieht man ja, hier ist jetzt Bremspunkt. So soll es sein. Hier ist ja der Flüssigkeitsbehälter. Mal gucken, wie voll der ist, aber... Ja, randvoll. So wie es sein soll. Ideal. Das freut mich auf jeden Fall. Dann ist der für morgen auch schon einsatzbereit. Dann wäre das ja doch noch was mit. Drei Wände auf einmal im Einsatz. Mal gucken. Das wäre fürs Video natürlich auch geil, wenn wir das einmal auf eine Fläche schaffen, zu dritt wenden und dann mit der Drohne so ein bisschen fliegen. So. Ja. Muss ich mal gucken. Das wäre ja nicht verkehrt. Versuchen wir mal, ob wir das hinkriegen. So. Schneiden wir nochmal eben zu. Na komm, morgen muss ich erst mal eben zu Niklas und Melken eben aushelfen. Christoph kommt morgen auch, dann wollen wir beim Fortschritt eigentlich beide ein bisschen flott machen. Und ja, die drei anderen Jungs, die können eigentlich zum Wenden los. So bis jetzt meine grobe Einteilung. Ja, genau, so und morgen die restlichen Späneballen nochmal eben wegstapeln. Das hatten die heute nicht ganz geschafft. Ja. So machen wir das. Und das war auch schon der nächste Tag dann. Heute ist Mittwoch, genau. Kommt der Vlog Donnerstag. Bis jetzt haut es noch hin mit dem Daily Vlog. Der, wie gesagt, andere Vlog lädt gerade hoch. Bis jetzt schaffe ich das immer noch mit Schneiden. Zwischen den Mittagspausen mal eben so. Ja, bis jetzt geht's. dann sollte das jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich guck mal, was ich da alles reinschneiden kann und wie viel Material das ist. Aber diese täglichen Sachen, die sind ja sowieso dann verständlicherweise etwas kürzer. Gut, dann besten Dank fürs Zusehen. Guck gerne morgen wieder mit rein. Dann geht's wieder ein bisschen weiter ins Heu. Und dann sehen wir uns frisch und munter morgen. Bis dahin, ciao.